Eine noch größere Flotte, wenn ich. Oh, ich kann den Kirchenstall reinrufen, der hat bestimmt eine große. Boah, ey, was haben die denn für eine Provinz gegeben? Was? Boah, ey, ist die teuer. Warum was? Österreich hat mir Provinzen gegeben. Ist doch schön. Oder eine starke. Ist doch schön. Oder richtig nett von dir. Beschwert sich bei mir, oder? Ach, wir haben nicht in die Provinzen gegeben. Oh ja. Das war so ekelhaft. Was? Ohne bis Nogel nur hier schön in der Wurst in der Hand sind. Da hat mein guter Kaiser um Hilfe gebeten. Worum geht's da? Ein paar gegen Dänemark. Ja, ich habe gar keine Zeit, das zu lesen. Gib doch einfach zu, dass du nicht lesen kannst. Das ist eine ganz andere Diskussion. Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben. Wir helfen. Einfach Telefonnetz da. Ich hoffe, ich verliere euch jetzt keine Provinz oder so. Das liest sich komisch. So, gucken wir mal. Was sind die denn von? Nein, Peter, das wird nichts. Kann ich mir vielleicht Lübeck einverleiben? Ich meine, ja. Nicht ganz billig. Aber ja. So. Gönnen wir uns mal Lübeck. Ich könnte einen großen reichsinternen Krieg lostreten, wo Österreich auf unserer Seite wäre. Gegen wen denn? Also ich will ja Mailand angreifen, aber das würden mitkommen Würzburg, Mainz, Ulm, Aachen, Baden, Bamberg. Ulm? Wie belagere ich gerade? Wieso kommen die mit? Jetzt wollen sie doch nicht mehr, weil sie gerade... Jetzt eben war noch ein grüner Pfeil drin. Jetzt halt keine Vorfälle, was? Wo ist der Vorfall hin? Oh, der Vorfall ist verschwunden. Ich glaube, das liegt daran, dass ich Lübeck erobert habe. Ups. Ah. Oh ja, passiert. Okay, sehr vierer Krieg hier. Gegen wen? Also. Ich würde wieder nicht dabei haben. Ja, bist du geizig. Aber Österreich macht natürlich freiwillig mit. Österbotten. Die haben das schon wieder erobert. Boah, kein Tod mehr beim Tod eines Monarchen? Yes. Sehr gut. Der Finio switcht doch auf Kolonialideen. Du hast doch da so viele Provinzen da, die
unkolonisiert sind. Ja, könnte man machen. Hätte ich schon lange gemacht. Dann brauche ich aber erstmal Punkte, um zu switchen. Ja, aber das lohnt sich. Er hat auch da lauter. Kann er ohne Krieg. Sich lohnen, ja. Hat er, kann er ohne Krieg expandieren. Ja, aber ich will ja beim nächsten Mal wieder ein neues Land spielen, von daher. Ach so. Delfino, der in 400 Jahre EO4 20 verschiedene Länder in einem One spielt. Mit allen scheitert. Ja. Ja, ich habe den ersten Krieg verloren, da habe ich gleich aufgegeben. Hä? Wieso in Ingolstadt? Achso, die haben jetzt gleich einen Unabhängigkeitskrieg gestartet, deswegen belagere ich die jetzt auf einmal nicht mehr. Auch schön. Mitten in der Belagerung hört das auf. Wild, wild. Ja. Auch gut. So, Dänemark hat so ein kleines Problem. So minimal. Das wird jetzt auch von allen Seiten. Frankreich holt sich jetzt Burgund. Burgund, was davon übrig ist. Könnten wir mal eben eine Festung erobern. Ich brauche noch mehr Kanonen. 10 reichen nicht. Also Portugal macht definitiv was richtig. Die schaffen es, ihre Kolonien loyal zu halten. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, sagen sie nicht, Spanien ist. Das ist gut, glaube ich. Schottland kann ihre ganzen Provinzen da in Nordamerika gar nicht koren. Weil die keinen Zugang zur Küste haben. Ah. Aber schön, wie ich diesen Vorfall im Reich einfach beendet habe, weil ich Lübeck mir aufgehoben habe. Das steht bei Reichstag steht immer noch Zerfall des Hansebundes und darunter derzeit keine Vorfälle. Bei vergangenen Vorfällen ist er auch nicht dabei. Gemma, war es nicht so gedacht, dass da jetzt jemand zwischengrätscht? Ist einfach nicht. Das haben die scheinbar so gar nicht bedacht, irgendwie. Ach, Scheiße, komm ich nicht ran. So, erstmal Tischstube erhöhen. Will keiner haben. So, berittene Artillerie klingt doch toll. So, neue Ideen, was nehmen wir denn da? Koalitionsideen, nee. Entdeckerideen. Will ich Hofideen? Hm. Gibt's doch irgendwas, das. Hm. Auch nicht so wirklich, ne? Oder nehmen wir offensive Ideen für nochmal 5%. Oh, Einheiten mit Armee, ja, gib mir mal das da. So, Dänemark, wie sieht's denn aus? Dänemark hat scheinbar die größere Flotte.
Nehmen wir einfach hier Militär, ne? Passt schon, würde ich sagen. Oh, es gibt ja auch noch Neu-Dänemarken. Ja, das sieht cooler aus. Seid richtig schick. Das alles neu. Ich kann mir nicht mal was von Utrecht gönnen. Also wir komplett eskalieren. Ich könnte mir was hier gönnen. Oh, ich kann jetzt alles ja auch in Verwaltungsgebiete weiter stecken, weil ich habe ja jetzt einmal alles durch. Solide Sache, das. Solide Sache, das. Ich habe hier einfach mit jeder fetten Flotte da sitzen. Ja, Ingolstadt hat seine Unabhängigkeit bekommt, man weiß es nicht. Wird knapp, glaube ich. Was? Zu suchen. Dann der unser Stettin. Da steht hier. Ah, apropos, ich wollte ja noch. Ja. Gefallen. Ach, die sind ja immer noch schon wieder im Krieg, man weiß ich nicht. Wer? Das Osmanische Reich. Wann sind die mal nicht im Krieg? Die sind ständig im Krieg, ne? Festung erobern. Ja, das Jahr warten wir ab, dann soll die aggressive Expansion nochmal sinken. Die Geschwindigkeit der Regimenter ist auch nicht das Nützlichste. Ja, kannst die Provinz von England erobern. Los, hol dir. Du, meine ich. Ach. Wer will den Müll haben? Ich meine, Kanada und England. Noch ist was da. Noch kann man sich was einverleiben. Noch existiert England. Ja. Wird es nicht mehr lange tun, aber noch existiert es.
So, ja, bitte rum sein. Danke. Ja, muss man mit leben. Alter, sind die Provinzen teuer. Okay, die haben 37 ah. Entwicklungen beide. Kann Preußen in den Krieg rufen. Ja, ich glaube, das ist nicht nötig. Ich muss erstmal meine Flotte wieder aufbauen. Ach. Aber Dänemark sieht so gar nicht gesund aus. Noch mal bei der Gelegenheit ein neues Flaggschiff bauen. Flaggschiffe ja, lohnen sich oft. Wenn man die mit Boni ausstattet. Da haben wir so ein bisschen Kohle übrig. Brauche ich mehr als Galeeren? Nicht wirklich, ne? Meine Galeeren waren ja auch veraltet, ich Idiot. Die wollte ich ja noch aufrüsten, das habe ich auch vergessen. Ja, okay. Super. Jetzt habe ich so einen Kack-Nachfolger und mein Herrscher lebt immer noch nach Ewigkeiten. Und dänische Flotte ist jetzt glaube ich auch ein bisschen kleiner geworden. So, ich möchte nochmal Kanonen nachbauen, glaube ich. Osmanische Reich würde mitmachen. Reicht aber leider nicht. Ach, Österreich ist auch noch mit Russland verbunden. So, sind die vielleicht mal im Frieden jetzt so langsam? Ich würde gerne mal Geld von denen haben wollen. Ja, machen wir es so. Die wollen wieder nicht zahlen, die Krise. Gesundheit. Der Schwede ist Mailand teuer. Guck mal, das Land kostet. Alter. Boah. 219 administrative Macht, obwohl ich schon die ganzen Boni habe mit Verringerung. Nee, das hat auch gar nicht so viel Entwicklung. Ich hab auch gerade mal 33. Also ich habe gerade eben 2 mit 37 Entwicklung für den gleichen Preis bekommen. Ich kann das nicht steigern, oder muss ich Regierung? Regierung steigern? Ja, ich kann die Regierung steigern nicht ausbilden. Ich weiß nicht, das ist, soll das so? Ist das verbuggt? Ich weiß es nicht. Oh, den hatte ich als Rival. Ja. Wow. Das wird mir nicht so. Erstmal Punkte in Verwaltungsgebiet. Oh, ich habe 1199 von